Und damit, hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen weiter hier vorgetastet in der neuen zweiten Eiswelt und haben einen sehr peinlichen Kampf hinter uns, über den wir nicht reden, deswegen machen wir schnell weiter. Und kommen hier unten an. Da oben geht, vermute ich mal, die Story weiter, weswegen wir jetzt erstmal nach hier unten steppen und hier unten noch kurz... Oh, wir kommen hier gar nicht... Oh. Oh. Hm. Ja gut, also, das war natürlich geplant. Wir steppen nochmal den ganzen Weg zurück, um noch zwei Gegner auszuschalten. Und ich glaube, ich schneide euch das ganz kurz. Und da wären wir auch schon bei dem freundlichen Kollegen hier, den wir erstmal aus dem Leben dashen. Und wir in den Kampf rein starten mit dem ersten Angriff, der irgendwie kein erster Angriff ist. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das nennen soll, aber es sieht für mich halt nach einem Erstangriff. Ich hab immer noch was auf. Ich glaube, das ist in. Egal. So. Sehen wir's durch. Beim letzten Mal haben wir auch die neue Gegnersorte kennengelernt. Nur du. Oh! Aber zwei von euch. Unexpected. Hinten auf der smartesten Basis der Welt. Mario, ja, machen wir auch. Maximalen Schaden aus. Oh, okay. Immerhin hier hochgekommen. Yo, yo. Kommt der bis zu uns gelaufen? Das ist wichtig zu wissen. Dann würde ich mich dann doch noch einen Block nach hinten. Aber wir stellen das Ganze ja smart an. Was zünden wir mit Mario? Die Heldensicht. Dann! Stellen wir uns hierhin für... Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Der letzte könnte halt, der zweite könnte halt stressiger werden, aber das sollte... Sollte auch machbar sein. Vielleicht? Doch, doch, ich stelle mich schon hier. Wir hätten vielleicht noch unser Dash-Ding. Oh, er wäre schon down. Stimmt, wir müssen ja aus der Range raus, aus der Explosion. Wenn er halt down ist, ist super. Ist er aber nicht, wusste ich. Aber halt jetzt. Es kann ja sein, dass der Typ sich da hinten bewegt. Oh, es gehen beide hier drauf. Okay. Alles gut, kein Stress. Der Typ kann sogar noch laufen und angreifen. Deswegen tue ich das doch auch mal. Stell mich da hin. Und werf den voll an. Der sollte ja dann theoretisch... Verfolgt er uns überhaupt? Das ist nicht mehr deren Fähigkeit. Das ist weird. Nicht erreichen. Deswegen erstmal entspannt den Zug abgeben. Kommt angelaufen. Kriegt von Mario die Doppelschuss reingedrückt. Bleibt stehen. Und ist sogar down hiermit. Yam, yam, yam. Schmeckt lecker. Ist auch so. Wunderbar, steppen wir direkt weiter. Ey Leute, das ist heute schon die fünfte Folge, die ich aufnehme. Dieses Game macht so viel Spaß. Also, wenn das die fünfte Folge ist, wird dieses Video safe erst in einer Woche oder so erscheinen. aber das Spiel macht mega Spaß und ich will einfach nicht aufhören. Ich habe nicht den Drang, aufzuhören. War das? Oh, nur so ein... wo muss ich lang? Hier, genau. Hier wartet anscheinend noch einer auf der Brücke, die wir aber so gar nicht erreichen können. Dann müssen wir noch einmal hier außen rum lang. Und was mit ihm hier los ist, warum wir ihn nicht erreichen, weiß ich auch noch nicht so ganz. Er ist auch noch da. Aber da weiß ich nicht, wie wir kommen. Wahrscheinlich, wenn das geschmolzen ist, schmilzt das ganze Eis weg. Und damit haben wir auch mehr Shortcuts. Und wunderbar, nächster Kampf. Der ist sogar unter unserem Level, gell? Der war nur Level 10. Sollte er entspannt werden. Ba-b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 a
Oh, nee, doch nicht so entspannt. Wir haben viele Bob-Bombs, die können wir aber auf ihn throwen. Den gar keinen Stress. Ich benutze so viele Anglizisten. Showtime. Und werfen wir da unten drauf. Macht ein bisschen Kablam. Wir treffen ihn. Schade. Warte, ich weiß nicht, ob ich mit ihr runter will oder nicht. Okidoki. Einmal da runter. Wunderbar. Oh, beide Schüsse auf ihn. Weil die verfolgen uns ja nicht mehr. Das sind ja jetzt andere. Deswegen ich die gleich auch nochmal scanne. Bei jetzt. Wird mächtiger, so das hatten wir schon, genau, aber der kann uns nicht verfolgen, ey. Kann ich das hier machen? Oh! Okay. Ich kann auch gucken, was unsere Leute können. Wie cool. Safe is going. Mal da runter. Vielleicht doch nicht so going. Hier wäre es strong gewesen, wenn wir mit Mario springen. Warte, warte. Wo? Oh, glaube ich ganz gut. Ah, ne, wir können ja mit ihm nur einmal dashen. Ah, wir haben ihn nicht erreicht. Wie wir einfach jeden treffen. Zack, zack. Zack. Bam, bam, bam. Domino-Effekt. Domino-Effekt. Ja, ja, ich verstehe schon. Was wir aber noch machen können, wäre mit ihr zu ihm zu jumpen. Stimmt, wir können auch mit Mario auch in der Luft schießen. Macht ja mehr Schaden. Das müssen wir gleich mal ausprobieren im nächsten Kampf. Schreibe ich mir mal auf. Gleich austesten, was passiert, wenn man mit Mario in der Luft schießt. So macht man das. Perfekt. Vergiss das Safe wieder. Komm, Stufenaufstieg. Schade, schade. Stufe 12 wäre schön gewesen, wenn wir jetzt da hochlaufen. Dann halt nicht. Sorry. Aber wir können jetzt trotzdem wieder hochlaufen. Und ich schneide euch das, bis wir da sind. Tatsächlich respawnen die Gegner wieder, wenn man durch so eine Höhle durchgeht. Und da dachte ich mir, komm, machst du den einfach noch ein zweites Mal, damit du deine Stufe 12 erreichst. Let's go, guys. Wir sind wieder hier. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Einfach mal. Ah, ich muss noch kurz was probieren. Vergesst das so. Ist ja auch egal. Für uns... Oh, wie cool. Einfach ein Fuchs. Für uns geht es hier oben jetzt mal weiter. Dazu. Hier oben geht es noch weiter. Und da ist auch der erste Checkpoint. Wunderbar. Dass wir dann auch mal einen erreicht haben. Aussichtspunkt. Ja. I see what you did there. Boote, die eingefroren sind. Voll groß. Was ist diese Bubble da? Also direkt vor uns. Real. Egal, gehen wir erstmal weiter. Da vorne sieht nicht so schön aus, glaube ich. Sollen wir auch Stufe 12 sein? Ein Glück, dass ich gesagt habe, dass wir die jetzt noch getten. Eisige Haut des Windes. Aber da das hier schon die Tentakel sind, hätte ich gesagt, da sind wir mit Stufe 12 jetzt aber ziemlich knapp. Ja, wird schon funktionieren. Mal gucken. Dieser Finsterzeit-Tentakel im Mund der Maske ist der Ursprung dieses übernatürlichen Sturms. Wenn wir diesen Tentakel nicht sofort beseitigen, wird dieser Planet für immer in einem Sarkophag aus Eis eingeschlossen sein. Zum Glück hat nicht nur der Schwierigkeitsgrad der Schlachten zugenommen, sondern auch unsere Verbundenheit mit den Sparks. Von nun an kann jeder von euch einen zweiten Spark ausrüsten, bevor er in den Kampf zieht. Wählt mit Bedacht. Einfach jetzt zwei Sparks. Der Wrong. Welche Steinmaske muss ich zerstören? Die vordere oder die hintere?
Oh, dein neuer Spark appeared. Einen wunderschönen guten Tag. Einfach Alien. Ich will euch ja nicht unter Druck setzen, aber wenn ihr diese Schlacht gewinnt, kann ich mit euch diesen schrecklichen Ort verlassen. Sonst sitze ich hier fest. Und hütet euch vor den Windstößen aus den Steinmasten. Passt eure Bewegungen genau ab, um nicht weggepustet zu werden. Zum Glück können sie zerstört werden. Also los, drei. Auf drei. Fertig? Los! Wir haben zwei Sparkplätze. Und ich habe mal tatsächlich an alle schon mal Sparks verteilt. Aber das ist ja krass. Da muss ich jetzt aber, glaube ich, überlegen, ganz schön. Ihre Angriffe stärker machen. Da sehe ich mich. Ich glaube, bei Eis sind Feuerangriffe sehr, sehr stark. Aber ich weiß es nicht. Ich nehme einfach mal Feuerschaden noch. Für Mario. Ich glaube, das ist egal, oder nicht? Held wird für Einzug unsichtbar. Wassereffekt. Ja, komm, da geben wir ihm noch das hier. Nein! Wobei ist das nicht egal, wie rum. So. Wir müssen jetzt aber auch noch geskillt werden, ein bisschen. Schließlich will ich da nicht mit so easy Sparks reinsteppen, sondern schon mit gut vorbereitet gelevelten Sparks. Deswegen machen wir noch Aquarion stärker. Der jetzt sogar 175% Schaden macht. Durch den Wasserangriff. So, und wie viel Geld haben wir verloren? Okay, jetzt aber. Kann ich vorher noch scannen? Ja, wunderbar. Ganz gerne wissen, wie wir euch zerstören. Gar nicht. Ihr saugt uns an. Was gut sein kann. Aber ihr pustet uns auch weg. Das Ziel ist wahrscheinlich, einen nach dem anderen zu besiegen. Dann zu ihm zu kommen. Und er sieht aus, als wäre er der Boss, so. So ziemlich, ja. Deswegen gehe ich das ganz entspannt und strategisch an. Heißt, ich würde gern mit... Ja, wir müssen die Bob-Bombs draufwerfen. Das dachte ich mir tatsächlich schon. Deswegen... Macht Rabbit Luigi das mal zur Demonstrazione. Wish Luigi! Sehr gut Damage macht das. Wir können aber auch draufballern. Komm, und jetzt eine Crit raus. Schade. Das ist aber sehr knapp tatsächlich. Wenn wir mit Mario ganz kurz weggehen. So. Und dann mit ihr wieder hier hinstellen. Dass Mario Teamjumpen kann. Bin nicht in seine Booster Range. Ich bin draußen. Okay. Ich hoffe, wir treffen den da oben noch. Nein, wieder nicht. Ich hoffe dann dafür aber jetzt. Nimm das! Ja, wunderbar. Jetzt gab's den Hit. Muss ich sogar überlegen, ob ich das überhaupt möchte oder nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir machen direkt weiter. Wir haben ja jetzt viel zu viele Sparks. Ich sag's euch jetzt schon, ich werde durcheinander kommen. Vorspulen. Doch, doch. Mach mal ein bisschen schneller hier. Komm. Bisschen Jass geben. So. Da der Dude jetzt weg ist, vergessen wir nicht Rebella. Maximale rausholen. Zurück so, ja. Können wir sogar vielleicht hier hoch. Ja, dann können wir sogar den noch wegwerfen. Runterspringen und dann haben wir sogar eine größere Range. Hier, bevor wir geflogen sind. Okay.
wird Mario gleich wegdashen und hoffentlich schnell auch aufheben. Kommt Rabbit Luigi bis hierhin? Frage, ja, kommt er. Dann macht Rabbit Luigi das. Der hat nämlich noch volle Leben. Wusch! Ich mach das. Wunderbar. Mario kommt jetzt auch mal mit. Das fühlt sich so richtig nach Bosskampf an und das macht mega Fun. Er kriegt beide. Oh ja, haben sogar beide getroffen. Oh, ich könnte sogar noch einen Teamsprung machen. Krass. Wir landen. Beide treffen. Sehr schön. Kann Mario nicht auch noch springen? Nein, Mario hat schon geschossen. Ah! Aber alles gut. Kann aber nicht mehr springen. Aber von hier trifft sie, glaube ich, auch niemanden. Nein. Okay. Jetzt mal kurz die Sparks durchgehen. Feuerschaden. Das Wasser habe ich nicht ganz verstanden. Ah, das ist ein zusätzlicher Angriff. Okay. Ich fühle mich erstmal, so wie ich stehe, echt sicher. Nein, nicht normale Geschwindigkeit. Gib Gas jetzt. So. Ja, guck mal, er trifft gar nicht. Ja, ist vielleicht nicht ganz so nice, dass sie auch so Schurkensicht haben. Wir können auf Luigi wechseln. Und mit ganz viel Glück. Ich bin so gut. Weiß ich, dass du gut bist, aber... Treffen auch hier. Okay. Dann kein Stress. Dann laufe ich auch hier hoch. Was ist denn der zweite? Hä? Ist der zweite weggelaufen? Hat der nicht hier? Ach, der steht da hinten. Auf den werfe ich einmal. In der Hoffnung, ich kann mit Rabbit... Oh, mit Mario kann ich... Oh, aber ich darf nicht in die Range rein. Bin nur hier hin. Und ein Schuss auf dem Kollegen landen. Warum nicht auch auf das Portal schießen? Wobei, nein, das bringt ja nicht mal was. Das Portal, wenn das Portal was spawnt, ist ja egal. Wieso kann er nicht laufen, weil er schon angegriffen. Oh yeah! Weil Mario hat ja eine riesengroße Range, was das angeht. Ja. Dann zünde ich einmal die Heldensicht. Das ist erst der zweite von drei. Oh mein Gott. Leute, lasst jetzt ein Like für diese Super XXL-Folge da, I guess. Ja, das ist... Wobei wir haben beiden Schaden gemacht. Das hat sich ein Stück weit gelohnt. What? Jetzt kann ich mich kaum noch bewegen. Ernsthaft? Scam. Warte mal ab, was ich jetzt mache. Der Schlauere hier. Wir warten, bis er pustet. Und da, genau dann pustet er. Es war so abzusehen. Ach, Mann! Och, Drecksspiel. Nee, ich darf mich ja nicht davor... Ja gut, Mario. Bin ich hinter einem Block safe? Fühlt sich nämlich irgendwie nicht so an. Ja, vielleicht mal da drauf böllern. Hä? Wo ist denn mein... Alles heute ist betrunken. Los! Er scheint lange genug fliegen zu können, um sich hinter diesen Block zu... Landeanflug! Seh dich! Los,
So, zack, zack, zack. Wundervoll. Es ist wieder keiner in der Nähe. Doch, ich kann den da treffen. Immerhin. Zack. Er sollte down sein. Nur Ballast. Wundervoll. Mal gucken, was der Gegner tut. Der hat mich getroffen. Hä? Ja, das ist unfair. Das ist unfair. Aber gar kein Problem. Kannst doch. Doch. Jetzt. Du kannst ich jetzt nur noch einen treffen. Das ist mega unfair. Egal, aber es macht genug Damage, dass er tot ist, oder? Ja. Warte, bis dieses Ding schießt. Wir machen das entspannt, Leute. Wir lassen uns Zeit. Heute vielleicht halt mal eine längere Folge. Ist aber auch okay. Wir wollen es entspannt angehen. Direkt aus der Range rausfliegen. Ja? So. Angriff stärken. Oh, das macht alle in dem Radius stärker. Ja, warte, dann hole ich noch Mario dazu. Aber Mario macht halt diesen hier. Nein! Als ob. Als ob. Wegen 2 Zentimetern, oder? Mutz diese. Mutz. Jetzt machen wir uns einmal stärker. So, jetzt haben wir irgendwas da hinten getroffen, aber scheinbar nicht den... Warum ist dahinter was? Da innen drin? Verstehe ich nicht ganz. Egal. Schießen auf beides. Okidoki. Was auch immer da rauskommt, ich bin mir zu 200% sicher, dass es sich bewegen wird. Deswegen ich auch einfach mal die Dings Ulti zünde. Heldensicht. Alright. Oh, oh yeah. Bitte. Aber wir kommen weiter. Das ist das Wichtigste. Oh. Hoch mit dir. Oh yeah. Nee, ich glaube, ich stelle mich dahin. Ich glaube, so kann ich mich nämlich gleich weiter bewegen, wenn ich einfach nur durchgegangen wäre. Oh. Trifft er mich? Ja, tut er. Stell ich mich dahin. Zack, zack und zack. Ich hätte vielleicht wie immer erst warten sollen. Aber ich glaube, gerade jetzt ist es nicht so... Oh, Mario kommt gar nicht so weit. Ja, dann ist doch gut, dass wir noch nichts getan haben mit... Warte. Ich glaube, bei ihm ist es auch so, dass er weiterkommt. Wenn er einfach diesen hier macht. Ja. Auf jeden Fall. Er ist da hinten echt versteckt. Aber halt, wenn ich zwei da... Treffe ihn gar nicht, oder? Doch, jetzt schon. Ich baller zwei rein. In der Hoffnung, dass mindestens einer trifft. Ja, der obere hat getroffen. Man sieht sogar, wie die sich splitten. Finde ich cool. Und jetzt kommt Rebella noch hoch. Ich kann noch jumpen. Boing. Kann ich nämlich einfach mit dir hinfliegen. Und saftigen Dash raushauen und nicht mehr in die Röhre. Boah, wäre das noch krass gewesen, da durchzukommen. Aber alles okay. Noch nicht so aus, als wären hier Gegner, außer halt komplett am anderen Ende der Welt. Deswegen ich den Zug einfach mal beende und mal gucke, was der Gegner macht.
Auch wenn ich mir tatsächlich nicht viel vorstellen kann. Ja, okay. Er erreicht mich, weil er durch die Röhre kann. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, diesmal sind wir wieder so weit, dass es sich... Nein. Mehr lohnt so, hier zu machen. Ich glaube aber auch, Komma, dass ich das gleiche... Warum sage ich das immer? Also dieses Komma, warum spreche ich das aus? Jeder weiß, dass da ein Komma kommt, aber warum sage ich das? Komisch. Lasst mich. Dave auch da. Die sind doch, ist alles noch so weit weg? Wenn die auch weggepustet, das wäre nur fair. Ach so. Wenn sie mir gepustet. Das nicht. Ja, ist das nicht. Weil die jetzt ja. Oh, aber du kannst ja die Todeskettenreaktion rausnehmen. Los. Hab ich Ja. Genau. Ja. Cool. War's das? Ja, nee, war's nicht. Das war nicht mein Ziel. Er saugt gerade ein, ja? Ja. Verstecken. Einen Zyklus warten. Baubombs sind ja auch versteckt, nicht? Ja. Bitte, bitte, bis hinter den Block. Wundervoll. Stopp, stopp. Wir warten. Bevor wir irgendwas tun. Wir treffen nichts. Egal mit wem. Das hier ist ein Stück weiter vor. Okay. Ich gebe den Zug ab. Und hoffe, die Gegner machen nichts Falsches. Dankeschön. Genau das meinte ich mit ihr macht nichts. Baubomben sind erstmal nicht so schlimm, solange sie nicht... Wer schießt? Der rechte und der linke? Nein, stopp! Lass mich doch hier raus! So, ja, doch. Lieber so wie halt... Gar nicht. Ich werde hier nicht getroffen. Ich bin außerhalb der Range. Alles ist gut. Ich bin hier ganz arg weit schnell raus. Treffen den auch noch tatsächlich. Krass. Stehen jetzt halt ein bisschen offen rum. Aber das können wir halt wieder wegmachen durch. Dann gleich. Mario erstmal eins nach dem anderen. Ja, noch hier hintergehen. Und hoffen, dass die beiden sitzen. Sehr schön. So. Erstmal den Typen auf jeden Fall schwächen. Also, nee. Wäre nicht so nice, wenn der mich jetzt nochmal hitten würde. Und sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich gebe den Zug wieder ab. Ja, aber er macht weniger Schaden. Bob-Bomb interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich darf erstmal dahin. Ich weiß nicht, ob die halben Blöcke mich schützen oder ob das da eine 50-50 Chance ist oder so. Das Ding wird jetzt weitergelaufen. Das
Also mit Rabbit Luigi wird hier gedasht. Wenn wir auf ihn schießen, treffen wir keinen anderen mehr. Ich sehe dich. Aber halt, er ist am wichtigsten. Wenn er kaputt ist, ist der Kampf vorbei. Ey, uns gehen die Pilze aus. Das war unser letzter Pilz. Ich werde auf jeden Fall, wenn wir den Händler sehen, Pilze einpacken. Ganz viele. Sind auf jeden Fall wichtig. Hier nach vorne geflogen. Bis hierher, das reicht mir schon. Stopp. Oh, das hätte auch seinen Angriff gestärkt. Das hätte ich vielleicht zuerst machen. Alles gut. Und er ist down. Wunderbar. Zack. 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 Wunderschön. Gereinigten Finsterzeitkristall, Energiekristall erhalten. Stronger Kampf, leider kein Stufenaufstieg, aber sonst ziemlich viel bekommen an sich. Das ist okay, ist okay. Ausgezeichnete Arbeit. Es ist immer noch kalt, aber es ist eine gütige Kälte. So, als wäre dein Großvater ein Schneemann und gäbe dir einen Kuss. Bipo, jetzt da der Sturm vorübergezogen ist, registriere ich ein ungewöhnliches Energiemuster dort bei dem Palast. Vermutlich noch so ein finster Zeit-Tentakel. Wir sollten nachsehen. Es könnte sein, dass sich der Wächter dieses Ortes nicht weit von dort entfernt aufhält. Da ist ein Pfad, der uns geradewegs den Berg hinunterführt. So erreichen wir den Palast, von dem Genie gesprochen hat. Außerdem sind durch das Schmelzen des Eises neue Gebiete auf dieser Seite des Berges zugänglich geworden. Wir sollten sie erkunden. So oder so, jetzt da der Sturm vorüber ist, können wir sicher sein, dass wir das Schlimmste hinter uns haben. Bipo, Kumpel. Der richtige Sturm hat gerade erst begonnen. Das sehe ich tatsächlich auch so. Und Leute, ich bin der Beste. Wir haben sogar... Oh, wir haben einen Stufenaufstieg. Da kümmere ich mich doch gleich off-cam mal um die Verteilung. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da. Und abonniert den Channel, Leute. Sonst verpasst ihr die nächste Folge, wenn wir erstmal hier runtergehen und uns da ein bisschen umschauen, um zu leveln, bevor wir den Berg hinuntergehen. Aber wir werden uns trotzdem darum kümmern. Also, schaltet ein. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.